Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play PvP. Und ja, wir spielen heute Craycraft, das ist auf dem neuen Server von Hypixel und in 5 Sekunden geht's auch schon los. Und ich erkläre euch jetzt erstmal alles hier. Also man wird hier irgendwo, wenn man gespawnt, man hat hier so eine Hoe und aus dieser kann man schießen. Dann muss man eben die anderen abschießen. Den Typ hier zum Beispiel, den schieße ich jetzt einfach mal. Oh, der wollte ich eigentlich abschießen, aber naja. Und rechts seht ihr ja das Lederboard oder Lederboot, ja. Wie man es eben nennen will. Und da kann man die Kills sehen. Ich habe eben schon mal eine Runde geübt. Die Server sind sehr voll. Und jetzt habe ich eben einen gekillt. Jetzt habe ich eben unten rechts einen dazu bekommen. Hä? Habe ich den nicht gekillt? Doch. Aber ich habe zwei Kills, genau. Ich habe zwei Kills. Und ja, ist eigentlich ein ganz cooles Ding. Ganz coole Sache. Finde ich jetzt. Man muss eben versuchen, genau zu zielen, weil man mit den Feuerwerksraketen nicht abschießen muss. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Und jetzt hat er mich von hinten erwischt. Schade. Und wer 25 Kills erreicht hat, der hat am Ende gewonnen. Ich muss mich hier noch ein bisschen einfinden. Der Server ist übelst voll, das kann ich euch dann nochmal zeigen. Aber naja, das ist jetzt nicht so interessant. Interessant ist erstmal das Spiel hier. So, erstmal den da oben. Habe ich nicht gekillt, schade. Also eben war ich ein bisschen besser, aber die Map ist ein bisschen komisch hier. Map ist mysteriös. Hab ich. Aber ich treffe die Moni, das finde ich ein bisschen komisch. Aber naja. Ich bin vorletzter Platz, ich habe nur zwei Kills. So. Man muss 25 Kills haben, um zu siegen, habe ich ja schon erklärt. Jetzt habe ich noch einen Kill gemacht, ja. Finde ich nice. Noch ein Kill. Noch ein Kill. Habe ich gleich schon 4 Kills. Okay. Und man kann ja auch Double Kills machen. Ich weiß noch nicht, was sie bringen, aber Double Kills gibt's auch. Und ja. Ach, shit. Wollte ich jetzt eigentlich killen, aber nein. Das konnte ich jetzt leider nicht. Aber das Spiel ist eigentlich ganz lustig. Der Server ist auch noch nicht zu voll. So, weiterer Kill. Der fällt jetzt runter hier, den verfolge ich jetzt einfach mal. Schade. Das war nix. Mal da. Trefft ihn vielleicht nochmal. Ja, okay. Und dann kommen manchmal auch solche roten Funken, dass er gestorben ist eben. Schade, den habe ich jetzt nicht gekillt, aber ich habe 6 Kills. Manche haben schon 17. Die haben jetzt eben schon ein bisschen geübt, aber naja, das lässt sich jetzt nicht ändern. Da hat jemand was im Chat geschrieben. Ich habe noch einen Mod drin, Den habe ich ja als Freitag vorgestellt. Also, ja. So, der ist auch tot, der Typ hier. Es ist gut, dass man die Namen immer sieht. Also, ich sehe sie zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr sie seht. Aber ich hab Rechtsklick gemacht. Und habe trotzdem nicht abgeschossen. Naja, 8 Kills habe ich jetzt. Oh, wer war das denn? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, mein ist immer nur auf einen aus. Um den zu töten. Und ja, jetzt irgendwo hoch, ja. Hier geht's hoch. Vielleicht sehen wir noch welche. Schade. Vielleicht hat dieser Chaos-Tobi gewonnen, Mist. Ich will euch noch mal ein bisschen was demonstrieren. Warum habe ich den nicht getroffen? Chaos-Tobi ist in Killspree. Was heißt das jetzt? Du musst noch einen Kill machen, dann kommt hier so ein lustiges Feuerwerk. Trefft ihn ja nie. Bin so schlecht hierfür. Oh, jetzt wurde ich gekillt und dieser Chaos-Tobi braucht noch einen Kill. Noch einen Kill braucht er. Da. Shit. Shit, shit. Ich habe nur 9 Kills. Naja. Es geht schon so. Dieser Knaller heute wahrscheinlich auch. Ja, nur 10 Kills. Ich habe einen Double Kill. Seht ihr unten im Chat? Chaos-Tobi kriegt keine Kills mehr. Das finde ich gut. Das war noch ein Kill. 11 Kills, ein Double Kill habe ich. Ah, ne, der war noch von vorhin, glaube ich. Ich weiß nicht ganz. Oh. Potmus oder Potmus, den habe ich auch noch gekillt. Und ja. Oh, jetzt hat dieser Typ da gewonnen. Und jetzt ist bei dem ganz viel Feuerwerk. Da hinten.
Und ja, da oben. Und sieht ganz cool aus und der hat gewonnen und das Spiel ist vorbei. Man bekommt auch Punkte fürs Töten, glaube ich. Für Leute killen oder Spiele gewinnen. Und jetzt seht ihr mal, wie voll es hier ist. Das geht gar nicht, ey. Es leckt gerade ein bisschen. Das darf ich gerade ein bisschen lecken. Hier ist so mega voll. Das geht gar nicht. Also hier ist der Kompass. Der ist aber nicht interessant. Könnt ihr euch nur porten. Das Buch. HypeX-Server. Und hier, der Emerald ist wichtig. Hier ist der Shop. Und ich habe 23 Coins, also pro Kill kriegt man einen Coin. Ich habe schon 23 Leute gekillt, nicht jetzt, vorhin habe ich auch nochmal gespielt. Da kann man sich hier eben die Map Cold War kaufen. Und hier ein Kompass für 2000 Coins, also Tracking Device. Hier eben noch verschiedene Guns. Und hier kann man sich Hüte sammeln, das sind Köpfe. Die kann man sich dann kaufen. Ich könnte mir jetzt... Na, ich muss noch ein bisschen sammeln, also ich sammle noch ein bisschen. Und ihr seht auch, die Maps sind alle übelst voll. Wo sind die Maps? Hier sind die ganzen Maps. Das müssten sie nochmal wie auf dem The Hive machen. Also, dass nicht so viele Menschen rumlaufen. Hier kann man in dem Apex, könnte ich nochmal joinen. Aber ich lief jetzt nochmal. Da muss man jetzt einfach Lobby eingeben. Ja, Enter. Kommen wir wieder hier hin. Und ja. Ja, und diese Karte hier. Wo ist sie? Da. Nee, vergotten nicht. Cold War, die ist nämlich gesperrt für uns. Hier da unten. Und ja, das war's eigentlich von diesem kleinen Let's Play PvP. Das ist eigentlich eine coole neue Spielart. Jetzt gehe ich mal wieder zur Lobby. Das sieht auch ganz nett aus. Und da ist ein Eisengolem. Wie geht das denn? Lol. Naja, würde ich sagen, war's das. Und bis zur nächsten Folge, Freunde. Ciao.